Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt mit mir, dem Hänger, dem Geralt, und da hinten ist noch der Hattori irgendwo. So, in der letzten Folge haben wir ein paar Nebenquests und Hexaufträge fertig gemacht. Heute wird es uns nicht anders ergehen, wir machen jetzt noch diese Nebenquests. Es sind in an der Zahl 2, 4, 6, 7 Stück, wenn wir alle schaffen, ja. Und ja, das meiste ist gewinnt und dann hier noch diese Quests mit den mehreren Orten. Und ja, was machen wir denn da zuerst? Ich glaube, wir machen erstmal alle Gewinnsachen hier. Besiege die Marquis Serenitz und triff... Was? Nee, triff alle. Ich kann gerade nicht lesen. Ich bin gerade so durch. Und nimm ihr eine einzigartige Karte ab. Okay, besiege sie und nimm eine Karte ab. Erstmal lesen. So, was ist das? Predigt eines besorgten Bürgers. Das war der Typ, der alle angezündet hat. Aha. So, wo muss ich denn dafür hin? Einmal nach oben. Okay, ich weiß schon, wen ich hole. Unsere geliebte kleine... Lutze! Da ist sie gespawnt. Was soll ich denn jetzt machen? Los! So, wir wiegen 73 von 180, haben 9500 Gold in den Taschen. Das sollte reichen. Ich glaube, bis Ende des Spiels habe ich 20.000. Mindestens. Also arm sind wir nicht dran. Ich sollte mal ein bisschen was kaufen. So ein paar Waffen, Gegenstände. So, einmal absteigen. Marquis Serenitz. Kenne ich den, die, das? Ist das ein Elb? Ein Halbling? Ach, das ist hier ein... Ist es der Schankwirt von diesem Puff hier? Ich würde dir einen Rabatt wegen deiner Heldentaten geben. Aber die Madame, du verstehst? Ja, ich verstehe schon. Ich bin ein richtiger Held. So. Es führen wohl alle Straßen zur Passiflora. Willkommen zurück. Servus. Wenn ich dich so ansehe, dann bereue ich fast, dass ich nicht mehr im aktiven Dienst bin. Dann bleib doch im passiven Dienst, Kappa. Würdest du mir ein Mädchen empfehlen? Narzissa wird dir gefallen. Sie ist vielleicht nicht die hübscheste, aber dafür die einfallsreichste. Und wie meine selige Mutter gesagt hätte, rund geht's nicht im Gesicht. Alles. Ich würde sie gerne erst sehen. Dafür bin ich nicht hier. Aber komm, wenn wir schon mal hier sind, ne? Ich würde die neue Blütengeneration der Passiflora gerne sehen. Ach, jetzt kann ich hier Liebe machen. Ein Lustknabe. Alles klar. Es führen so. Wohl alle alle Straßen zur Passiflora, ja, aktiver Dienst, bla bla. Ich wüsste gern, ob du Gwyn spielst. Sicher, natürlich nur um hohe Einsätze. Ohne Risiko wäre das Spiel überaus langweilig. Ja dann. Wie wär's mit einer Partie? Aber ja, spielen wir. Aber ja, spielen wir. Oh, fuck. Habe ich noch hier... Nein, nö, da habe ich erst 13 Karten. Alter. Dem sein Deck ist irgendwie OP. Da habe ich genug. Da habe ich ja die ganzen Noob-Karten ausgetauscht, falls ihr das gerade seht. Das ist wirklich geil. So, Anführer wechseln. Habe ich hier irgendeinen? Nee. Habe ich hier noch irgendeinen? Nee. Alter, wie viele Anführer es gibt. Ja, okay. Muss ich wohl wieder mit Volltest spielen. Oh, ich beginne. Der ist gut. Das ist gut. Ein bisschen viele Nahkampfkarten. Aber es passt so, weil ich ja den zum Verstärken habe. Das heißt, ich gehe jetzt am besten mit Bogenschützen und mit Katapulten drauf. Kann ich das hier noch umtauschen? Ja, das ist besser. So. So. Bogenschützen raushauen oder Katapulte? Bogenschützen. Was hat er? Oder sie? Was hat er für eine Spezialfertigkeit? Okay, kann nicht. Okay, wie mache ich denn das jetzt, wenn er auf Katapulte geht?
Das ist OP. Katapult zweimal hat man 16 Damage. Zweimal. Also 32. Er geht auf Katapulte. Ich bleib bei meinem Bogenschützen. Bogenschützen. Na dann. Katapult. 19 zu 18. Ja. Und dann den hier, würde ich sagen. Mhm. Ja, und jetzt? Was ist, wenn ich jetzt den hier mache? Hau rein. Ich gebe mir die Karten aus. Ah, shit. Das ist jetzt kacke. Entführer, das ist... Dichter Nebel bringt mir halt nichts. Die Runde habe ich verkackt. Na, es geht nicht anders. Mhm. Jetzt fängt er an, oder? Ja. Jetzt, was holt er sich wieder? Wahrscheinlich den... Ah, den hier. Okay. Einmal vier. Wow, habe ich nicht. So. 16 Damage. Au. Oh. Ich habe Angst jetzt zu passen. Ich mach's mal trotzdem. Vielleicht hat er nur Effektkarten. Nee, hat er nicht. Wow. Aber er hat dafür drei Stück. Ich habe die Runde gewonnen. Easy. So, wenn ich jetzt mit Rittersporn gewinne, dann liebe ich Rittersporn für immer. Und wenn nicht, dann ist er ein Arsch. Ah, nice. Das kann ich aber nicht legen. Soll ich auf Risiko? Erstmal... Er hat nur noch eine Karte. Risiko. Bitte zieh was Gutes. Ach. Immerhin. Au, ja. Effektkarte. Wäre jetzt geil gewesen, wenn ich nur Müll gezogen hätte. So, dann hole ich mir die hier. Dann hätte ich schon gewonnen. Hallo? Darf ich mal? So. Hole ich mir den kleinen Wesimir. Und mach den ein bisschen stärker. Ja, und weil ich so cool bin. Sonnenschein! Alles klar. Easy win. Passen. So. Ich verstehe nicht, wie ich verlieren konnte. Diese Karte gehört wohl dir. Kennst du noch andere Spieler, die um seltene Karten spielen? In Novigrad ist die Sammlung von Sigi Reuven berühmt. Den solltest du herausfordern. Kenne ich den nicht irgendwo her? So. Was Morvran Voris. 25 Erfahrungspünktchen. Suchst du was? Ich suche nichts Besonderes, ich suche Karten, ja. Ich bin ein Nerd. Ich sammle alles. Außer hübsche Frauen. So. Da unten. Okay. Ist ja gar nicht so weit weg. Weg aus dem Weg. So. Das war ja ein einfaches Gewinnspiel. Ich habe Gewinn auf normal gelassen, weil sonst dauert die eine Folge schon wieder 5 Stunden.
hier nach unten. Ordnung muss sein. Hallo. Zutaten sammeln, was? Da ist eine Pflanze. Abgeschlossen. Sigi Reuven. Sigi. Wo bist du denn? Okay, der ist irgendwo hier. Noch weiter runter, hä? Oder oben? Nee, der ist unten. Na, Mondscherben. Nice. Komm ich hier rein? Nein. Ob ich hoch komme ich? Aber ich muss nach unten. Dijkstra, wo ist Dijkstra? Ist er wieder in seinem... Was ist das hier? Barbier. Ach so. Dijkstra. Gibt's hier irgendwie Loot? Nö. Boy, Dijkstra. Wenn ich dich finde, ey, ich knöpf dich ab. Oh. Der Typ versteckt sich wieder irgendwo. Willst du immer noch aufhören und eine andere Stelle? Und der da? Alles abgeschlossen hier. Nicht so geil. Achso, ich muss hier runter wahrscheinlich, oder? Ah, war hier nicht. War hier der die Therme, beziehungsweise, ah ja, genau, ah ja, ich erinnere mich. Guten Tag, Dijkstra. Hallo? Hatte man hier nicht irgendwo durch? Oder war es auf der linken Seite? Hallo, Happen. Dijkstra? Ah, genau, der war hier. Speichern. Mensch, was geht? Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Deine Karte. Ja. Es überrascht mich, dass du immer noch in der Politik herumrührst. Ist doch ganz einfach, Geralt. Redaniens Schicksal kann mir nicht gleichgültig sein. Nenn es patriotische Sorge. Ach, aus Sorge willst du Radovid kalt machen? Ich denke oft an das Land und seine Zukunft. Und mir wird immer klarer, dass Redanien keine Zukunft hat, solange Radovid auf dem Thron sitzt. Und wen willst du stattdessen sehen? Auf dem Thron? Dich vielleicht? Schon mal Gwint gespielt? Aber ja, Gwint ist wie Politik. Nur ehrlicher. Wie wär's mit einem Spiel gegen einen alten Meister? Na dann. Ja, natürlich. Spielen wir. Immer doch. So, ich habe eine neue Karte anscheinend. Ja. Für welches... Ah, für das Set ist der. Da habe ich erst 16 Karten. Okay. Muss ich leider wieder mit dem Anführer ran. Hier, Spiel starten. Das kann ich gut gebrauchen. Ist auch gar nicht so schlecht. Nice. Perfekt. Was ist denn seine Superfertigkeit? Entferne durch klirrende Kälte, strömende Regen und extrem dichte Nebel vom Wettereffekt. Okay, er kann solche Sachen entfernen. Dann gehe ich erst auf... Bogenschützen oder Nahkämpfer? Ich mache sie mal gleich. Mal schauen. Okay. Jetzt hat er wieder zwei Karten gezogen, der Spassel. Dann gehe ich auf Fernkämpfer. Ein bisschen den Damage verteilen. Dann ziehe ich ihm da hinten nach. Okay, ich bleibe bei Bogenschützen erstmal. Verstärkt die mal. 32.
Oh. Ach, die kann ja nicht einfrieren. Oh. Ja, okay. Na, okay, dann passe ich mal. Ich muss mir merken, dass ich legendäre Karten nicht einfrieren kann. Ich... Bongo. Er zieht noch eine zusätzliche Karte. Fies. Gegner passt. Was? Na dann. Die hier raus. Und so. Okay. Ich muss auf Nahkämpfer gehen, damit ich die verstärken kann. Einen guten Nahkämpfer. 5 oder 5, ist egal. Holen wir den hier. Habe ich jetzt 10 Damage? 12? Jetzt belebt er wieder Karten. Hat einfach 6 Stück auf der Hand. Das wird nix. Es sei denn, er spielt jetzt sehr viele Fernkämpfer aus, sprich Bogenschützen, dann könnte ich die einfrieren. Oh, shit. Er hat halt noch 4 Karten, ich habe noch eine. Ja. Ich könnte den Schaden hier noch verdoppeln. Ja, komm ich nicht mal ran. Yo! Dijkstra, du Checker, hast mich voll platt gemacht. Weißt du was? Du solltest wirklich bei den Monstern bleiben. Ja. Hast du kurz Zeit? Ja, aber ich mach dich trotzdem platt. So. Zeit für... So. Ja? Dich mache ich schon noch platt, du Penner. Yo, Spiel starten. Das ist nur Kartenglück. Ich brauche nur gute Karten auf der Hand. Das brauche ich. Das ist gut. Der ist gut, der ist gut, Alter. Brauche ich überhaupt die Verstärkungskarte? Lass sehen. Ich habe überhaupt keine... Außer sie habe ich gar keine Fernkampfeinheiten. Dann ist der hier überflüssig. Das ist das besser. Das Horn behalte ich mal, oder? Ja. So. Gut, ich gehe jetzt erstmal auf Karten ziehen. Okay. Er macht genau dasselbe. Okay, Bogenschützen. Die zwei hebe ich mir auf. Na dann. Gehen wir doch auf Belagerungswaffen. Ich werde die Karte jetzt los, dann kann ich später... Ah, jetzt geht er natürlich nur noch auf die da. Okay, ich passe jetzt einfach mal. Jetzt hole ich die Karte zurück. Na, das war klug von ihm. Der ist fies. Dijkstra, du Pisser. Der zieht noch eine Karte. Noch 2. Okay, ich kann es immerhin wiederbeleben. Er auch. Gut, machen wir mal den hier. Gegner passt. Den hier. 16 Damage. Passen. Fertig.
So, Karten ziehen für mich. Er hat dann einfach 9 Stück, ey. Okay. Geh auf Nahkampf. Weil ich, wenn er sowas ausspielt, dann kann ich das jetzt... Ja, okay, er macht seine Legendäre. Fernkampf. Jetzt zerstört er wieder eine. Beide kann man zerstören, das ist ja fies. Okay. Auf jeden Fall einen Bogenschützen. Warte, die hat 5 Damage. Ja, natürlich. Wow. Kann schon wieder aufgeben. Weißt du was? Weißt du was? Du sollst wirklich bei den Nutzen bleiben. Hast Digga. Zeit? Schüsch. Ich hasse dich. Zeit. Ja. So. So, ich brauche keinen extrem dichten Nebel. Euch nicht. Ja, schon besser. Okay. Gut. Full Damage. Full Damage. Full Damage. Full Damage. Damage. Das ist fies. Ja, was machst du jetzt? Kleiner Pisser. Er geht natürlich weiter auf Damage. Ich will mit denen wieder. Der ist wirklich gut, das ist das Problem. Ja, er darf wieder 10 Karten ziehen, wieso ziehe ich eigentlich keine? Gegner passt. Wow. Muss mehr Karten ziehen können. Ah, shit. Jetzt ziehe ich natürlich eine Bogenschütze. Ah, 5 Karten hat er. Das habe ich auch schon verloren. Ja. Alter.
Jo, hau mal den raus. Jetzt macht er die wieder schwach. Ich hasse dich, Dijkstra. Drei Karten hat er noch, vergiss es. Ja, jetzt zerstört er wieder welche. Mhm. Ich kann Anführerkarte einsetzen. Ho. Jo. Weißt du was? Boah, ey, Dijkstra, du gehst mir auf die Eier. Weißt du, die eine besiege ich, die eine Nutte da oben, die besiege ich auf einmal, aber die nicht. Ja. Ja, spielen wir. Ja, spielen wir. Oh, das macht so viel Spaß. Ich muss mal ganz kurz darüber. Also, ich brauche so viel. Ah, okay, ich brauche den. Sonst kann ich nicht. Sonst kann ich nicht spielen. Das brauche ich nicht. Was auf die Fresse. Mhm. Wird der auch verstärkt? Wow. Legendäre Karten können nicht verstärkt werden, das ist ja fies. Wer hat mehr? Mhm. Junge, da geht's mir ein bisschen auf die Eier. Okay, da hatte ich 9 Schaden. Jetzt? Oh. Na dann passe ich mal eine Runde. Wenn du mir so kommst. Doppelt verstärkt, ey. Das ist fies. Okay, jetzt muss ich klug spielen. Jetzt muss ich... Ja, oh, jetzt zieht er wieder 10 Karten. Wow. Was Gutes? Ah, ja. Okay, das ist gut, weil da kann ich den dichten Nebel einsetzen. Ja, mach du nur schönes Wetter. Gegner passt. Okay, ich habe gewonnen. Nice. Aber um dir noch eine reinzudrücken, hier. Bitteschön. Wow. Ah, ey. Nicht übel. Estera Thyssen hast du nicht im Blatt, sehe ich. Hier, sie gehört dir. Danke. Wüsstest du sonst noch jemanden, dem ich ein paar Karten abnehmen kann? Ich kenne einen Elfen, gegen den du antreten könntest. Der hat eine hervorragende Karte. Du findest ihn vor den Stadtmauern in der Barackensiedlung der Skoyatel. Na dann. Ja. Habe ich dich eigentlich schon mal beraubt? Nee.
Und ist irgendein Viech. So, haben wir den Lutscher auch besiegt. Hanfaser. Nice. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge besser gesagt, eine neue Runde mit Gwent. Wenn es wieder heißt, Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt auf Todesmarsch mit mir, dem Hänger. Bis zur nächsten Folge. Ciao.